Hallo und herzlich willkommen, liebe RCK-Freunde. Ich bin der Zapf mit der Präsentation einer weiteren Strecke von VRC Pro. Und zwar einer weiteren Strecke, die ich selber noch gar nicht gefahren bin. Und jetzt gucken wir mal, was wir da so haben. Also eine Strecke, die ihr auch nicht im Free-to-Play-Paket habt. Die hättet ihr nur, wenn ihr euch die käuflich erworben hättet. So, Offroad. Letzte Folge haben wir Buenos Aires gemacht. Und die bin ich tatsächlich noch gar nicht gefahren. Diese vier Fahren. Und ich würde sagen, die machen wir jetzt. Jetzt seht ihr mal, wie schussel ich mich anstelle, wenn ich eine komplett neue Strecke lerne. Wir wählen sie aus. Vier Farm, so heißt die Strecke. Mal schauen, ob wir damit zurechtkommen. So, wir lassen das mal bei dem Auto. Das ist ein Mugen. Kein Tuning, super High-Tech, sondern ein Low-Performance-Auto. Und ja, ich würde sagen, los geht's, oder? Ich freue mich. Mal schauen. In den USA ist die Strecke. Welcome to this track. Enjoy your racing. So, erstmal gucken, wo ich überhaupt lang muss. Dann geht's hier lang. So, dann geht's hier hoch, okay. Dann geht's hier rum. Das könnte in einem gehen, vielleicht. So, dann geht's hier rum. Ups, das ist aber auch toll hier. Das geht weit und auch weit daneben. Okay. So. Na, oh, auch schön. Es geht aber schnell. So, da ist eine Gegengerade. Hier ist... So. Hier springt man, wenn man schief springt, ziemlich weit in die Botanik. Und was ich hier mit diesem Sprung machen soll, das weiß ich auch noch nicht. So, hier kann man ja relativ leicht hochspringen. Das haben wir... So, ja. So, hier sind viele versteckte Huckel drin, die man nicht auf Anhieb sieht. So, das geht relativ easy. Da, na, okay. So, jetzt wollen wir mal gucken, was macht man hiermit. Das war bestimmt nicht das Richtige, was man damit macht. Ja, das muss man erstmal herausfinden, in welchen Geschwindigkeit, in welchem Rhythmus man das alles anfährt. Left 1, 58.29 seconds. Okay, das geht so. Das geht so nicht. Die ist nicht einfach, die Strecke. Okay. Das muss man alles erstmal herausfinden, wie die Sprünge hier so anzufahren sind. Ich glaube, den mag ich auch nicht hier, den Sprung. Das ist alles ziemlich schwierig. Ups, oder? Ja, und ich will erstmal, dachte ich erstmal, dass ich das, aber geht glaube ich nicht. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? 2-2-1 nehmen. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Hier ist mal ein kleiner Sprung. Left 2, 62.63 seconds. So, da muss man auf dem Gas bleiben. Okay. Der geht aus. Oh, sehr, sehr schön. Also, da muss man wirklich, wirklich ganz zügig darüber. Dann geht das. Hier auch zügig drüber. Okay, also Auto ausrichten und dann zügig drüber. So, was machen wir hier jetzt?
Ach, so geht's vielleicht. Upsala. Es sieht nicht so ganz toll aus, oder? Was ich hier veranstalte. Left 347.03 seconds. Sieht nicht so ganz toll aus, aber man muss sich so ein bisschen da reinfuchsen. Okay, nicht weit genug. Der Vorteil ist ja... Ja, ich glaube, so gefällt mir der Sprung. 1, 2, 2. Der Vorteil ist ja, das Auto geht relativ selten kaputt. Left 446.21 seconds. Die Bestzeit ist natürlich jenseits von Gut und Böse, meine. Nein, oder? Also da muss ich wahrscheinlich ein bisschen, und ich habe ja jetzt auch nicht den stärksten Motor drin. Es kann sein, dass das dann mit den getunten Motoren und mit den getunten Setups besser geht. Lap 550.11 seconds. Jawohl, super. So geht's. Das kann ja was geben. Und ich glaube noch nicht, dass das die schwierigste Strecke im Kalender ist. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. So, jetzt hole ich mal ein bisschen weiter aus hier und dann komme ich... Naja. Zu spät Gas gegeben in der Luft. Hier weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich glaube, nächste Runde probiere ich das mal anders. Lap 652.41 seconds. Ja, zu kurz. Also im realen Rennen, wenn mein Auto so vorne auf der Schnauze aufgekommen wäre, wäre ich in volle Deckung gegangen. Das arme Chassis. So, pass auf, jetzt versuchen wir mal Folgendes. Wir nehmen mal ein bisschen weiter... Naja. Ich wollte mehr Anlauf nehmen. So, das geht doch auch ganz gut. Lap 745.86 seconds. Ja, schon wieder vorne auf. Das ist nicht weit genug gewesen. So, jetzt will sich hier der Kollege mit mir anlegen. Mal gucken, ob ich schon so gut bin, dass ich mich mit ihm anlegen kann. So, mal ein bisschen weiter ausholen jetzt. Naja, das ist unglaublich. Ich häng fest. Aber er auch. Er auch. So. Ja, das geht in allem, wenn man es trifft. Lap 851.31 seconds. Ja, da war ich nicht richtig ausgerichtet und hier muss ich weiterspringen, ja. Gefühlt ruft gleich mein Helfer mich zum Tanken rein. Ist gleich soweit. Ja, das kriege ich aber auch noch hin, da diesen Sprung. Das geht auch. Wann? Ja, aber wer das da, also das
Ich weiß nicht. Das ist alles sehr friemelig. Also, das muss man alles schon sehr genau... Ja, seht ihr das? So alles sehr genau anpeilen. Left 9, 53.86. Alles ziemlich in die Hose. Hallo? Da solltest du jetzt nicht hin. Also nicht einfach die Strecke. Ich sag's euch, die hat was. Weil man auch nicht sofort auf Anhieb sieht, wo die ganzen Löcher sind. Und das geht euch bestimmt auch so, oder? Dass ihr auf einer Strecke immer einen Sprung habt. Jetzt habe ich mich verquatscht, Entschuldigung. Immer einen Sprung habt, den ihr hasst wie die Pest. Wo ihr dann ankommt und sagt, Left 10, 54.86 seconds. Das klappt ja alles sehr gut mittlerweile, würde ich sagen. Das auch. Das sowieso. Ja, der geht auch immer besser. Aber der hier jetzt. Ja. Wenn man den trifft, geht das auch in einem. Hier kann man auch schnell rüber, dann sollte man aber nicht auf den Begrenzungen landen. Dann klappt das auch. Left 11, 46.03 gut. Und das geht, wenn man weit genug springt, auch gut. So. Ui, das ging ja auch mal ganz, so gerade mal eben im blauen Auge, oder? Also, das wird wahrscheinlich mit einem stärkeren Motor ein bisschen besser gehen. Glaube ich mal. Left 12, 43.98 seconds. Ich hab wieder 75%. Oh, und gegen den Heuballen. Was ist eigentlich mit meinem Tanken? Muss ich nicht tanken? Come in for fuel now! Ja, jetzt schreit er. Siehste? Jetzt schreit er mich an. Und wenn ihr dem Tanken nicht nachkommt, dann geht das Auto. Dann geht das Auto aus. Dann steht er da. Das ist verhext. Also, ich glaube. You must really come in for fuel. Last call! Ja. Das muss man sich auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Left 13, 59.66 seconds. Wenn man das trifft. So. Ja. So gehe ich an Strecken ran, die ich noch nie gefahren bin. Und ich bin die vorher wirklich noch nie gefahren. So sah es wahrscheinlich auch aus. Es wird bestimmt auch noch die eine oder andere Strecke geben, wo ich auch noch nicht auf Anhieb klarkomme mit. Aber jetzt habt ihr diese mal gesehen. Wie gesagt, ist in den USA die Strecke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Part, wo ich euch wieder eine neue Strecke vorstelle. Bis dann, euer Zapp.